meine lieben Leute, und willkommen zurück zu D-Generations für den Amiga. Mit mir, dem lieben Bastaflex, und wir sind auf Floor 81 in Singapur in einem Hochhaus angekommen. Immer noch auf der Suche nach dem Derrida, und wir sind ja der Kurier, der ein ultra wichtiges Päckchen hat für einen sogenannten Derrida. Und leider ist das Security-System total außer Kontrolle geratet, und wie ihr seht, diese Bälle, die hüpfen, und das sind die A-Generations, also die erste Generation von diesen Biowaffen. Wir werden auch mehr bald mal darüber erfahren. Achtung, yes, wir haben es geschafft hier. Das war sehr gut, wie ich das gelöst habe. Wir werden auch gleich bald mal mehr über diese erste Generation von Biowaffen erfahren. Wenn wir es denn auch überleben hier, auf dieser fucking Parkour hier. Okay, Room secured, sehr schön. Können wir hier die Tür öffnen? Ja, können wir. Hier gibt es zwei Ausgänge, aber wir nehmen zuerst mal diesen hier, der uns näher erscheint. Hier ist jemand gefangen. Und was passiert? Okay. Das haben wir geschafft, und ich muss hier das öffnen, und fucking hell nochmal. Hallo! Okay, können wir gehen? Der erzählt uns nichts weiteres über diese Geschichte, all diese Gefangenen hier. Und jetzt ganz schnell mal hier hoch, ohne dabei getroffen zu werden von diesen Rackrohren hier, die überall patrouillieren. Wir haben schon 5 Leute gerettet. So, sehr schön. Schnell mal hier. Und oh nein! So, müssen wir entlang, genau. Puh. Nochmal gerettet. Aufpassen hier. Uah. Hier gibt es einen Computer. Das macht nur das hier zu. Das geht auf. Und hier ist es schon die zweite Generation von diesen komischen Biowaffen. Sie sehen einfach ziemlich lustig aus, muss ich sagen. Also. Okay, sehr schön. Room secured, und schnell hier weg und an den Computer gegangen. Was erzählt uns dieser Computer hier? Oh, Name, Jean-Paul Derrida. Der hat schon bald Geburtstag, wenn er noch leben würde. Education, er hat ein Chemical Engineering an der Universität Bochum in 93 gemacht, dann hat er einen PhD in Physik bei der MIT gemacht, und dann nochmal ein Bioengineering in PhD. Dann hat er seine vorgehende Arbeitsstellen waren in der Proteinbiomodifikation beim russischen Ministerium der Defense, und er hat gearbeitet bei biohologischen Systemen in der Guerra Tecnologia Argentina, also in der Kriegsforschung in Argentinien, und dann hat er jetzt mitgearbeitet bei der Entwicklung der nächsten Generation, sogenannten Neogen, mit dem Prototypen D-Generation. Okay, so war das. Also gibt es auch mehr hier eigentlich. Kurze Unterbrechung. Nee, da gibt es nicht mehr Neues zu erfahren. Dann müssen wir hier entlang. Okay, hier gibt's nur diesen Weg. Oh oh. Eine schwierige Laserpassage, das mag ich gar nicht. Okay. Schnell mal aufpassen. Yes! Da muss ich aber auch wieder zurück. Und der Schlüssel muss natürlich auf einem so dummen Laserboden stehen. Ach, scheiße! Nein! Oh Gott, das Ganze nochmal. Sehr schön. Schon mal wieder ein Leben weniger. So, runter hier. Und rüber. Und Schlüssel nehmen. Und jetzt, no mercy. Und gehen wir hier schon mal rauf. Hier. Schnell, yes! Ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Ich bin sehr stolz auf mich selber. Okay, jetzt sind wir hier angekommen, haben das geöffnet und gehen hier rüber, ohne von diesen komischen Dingern getroffen zu werden. Sehr schön, das ist der einzige Weg, den es noch gibt. Und okay, wie secured haben wir das hier auf die... So.
Der Room wurde secured. Sehr schön. Sehr schön. Und hier können wir öffnen. Oh, natürlich aufpassen, dass wir. Get me out of here! Machen wir das. So, jetzt, komm, 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 schnell, 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 bevor du stirbst auch von diesem. Denn diese Leute, die wir befreien müssen, jo, die sterben halt auch recht häufig. Entweder durch meinen Laser oder durch sonst irgendwelche blöden Fehler oder weil sie sonst einfach ein wenig dumm sind. Und hier muss ich. Bang! Genau, so muss ich es machen. Und so kann ich den Mensch hier oben auch retten. Genau, jetzt kann ich ihn retten. Hey! Cool, sehr schön. Komm hier entlang und gib mir dein Leben. Yes, sehr schön. Zwei Wege. Ich entscheide mich für oben. Ja, das ist auch eine gute Entscheidung, denn hier muss ich nur schnell mal. Boah. Das war gut. Hier habe ich unten den Weg frei gemacht, denn hier komme ich dann später hin. So, sehr schön, dann kann ich hier unten entlang gehen. Und was ist hier? Was ist hier? Okay, da gibt es einen Schlüssel. Oh, den hülle ich natürlich zuerst. Dann habe ich Security Level Key 2 und der Ball öffnet für mich schon mal das hier alles und. Puh. Okay, schnell mal runtergehen. Secured. Okay. Was muss ich hier machen? Ist es richtig so? Ich glaube schon, ich muss hier entlang. Das war ja mal nicht so schwer. Es wird schwerer, glaubt mir. Ball habe ich nicht getroffen. Boah, ich gehe schnell mal zurück. Lalalala. Ich schieße einfach schon mal wie er. Oh, fuck. Der war immer noch hier. Fuck. Okay, schnell mal aufpassen. Schnell rüber. Oh. Und Room is secured. Sehr schön. Okay, schnell mal. Nee, da muss ich nicht hier rein. Dass er hier diesen Raum schließt. Okay, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir beide. Dann kann ich ihn retten hier. Oh, das hatte ich ja aber lange genug gebraucht. Ich muss ein. Haha, ich habe nur Spaß gemacht. Wer bist du überhaupt? Ich bin ein Kurier. Ich versuche Derrida zu finden. Hä, Derrida? Dann was suchst du hier unten? Du hast noch einen langen Weg vor dir, um ihn zu finden. Hey, schau mal, was ich gefunden habe. Es hat irgendwie so Warning-Labels drauf. Und es ist irgendeine Art Explosionszeugs. Du kannst es haben, wenn du mich hier lebend herausbringst. Na, sicher doch. Super. Ich wünsche dir viel Glück, um durch diese purpurne Tür zu kommen. Die haben mir nie das Passwort gegeben für die Workstation, die die Tür öffnet hier. Okay, der kann mir also nicht helfen, also rette ich ihn mal zuerst. So, komm, 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 bevor du gebraten wirst. Sehr schön, schnell rüber. Das ist diese Workstation hier, die können wir in der Tat nicht bedienen im Moment und wenn wir ihn mit Laser können wir den Computer zerstören. Und hier, das muss man auch zuerst wissen, gibt es einen geheimen Schalter, den man nicht sieht. Jetzt kann ich mal das hier umgehen. Und hier ist jemand. Wir haben ja einen Schlüssel dazu. Hallo! War die Tür nicht blockiert? Tut mir leid. Kein Problem. Aber gut, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe schon gedacht, ich muss mir meine Augenbälle auskratzen mit einem Löffel und daraus Weihnachtsschmuck machen und sie dann meinen Freunden zeigen. Aber Gott sei Dank bist du hierher gekommen. Oh, es tut mir leid. Mein Name ist That. Das ist mein Arbeitszimmer. Es ist ein wenig klein, aber magst du es? Ja, super. Dieses Zimmer sieht nicht wirklich anders aus wie die anderen. Kennst du das Passwort, um die Tür zu öffnen? Ja, das tue ich. Ja, könntest du mir vielleicht sagen?
Na klar, eigentlich sollte ich es nicht, aber ich denke, ich könnte es dir sagen. Warte, es fängt mit P an, oder? Nee, es ist Ostrich. Danke, danke vielmals. Ja, jederzeit. Wollen wir jetzt Abendessen? Willst du mich anmachen? Nee, okay, lassen wir ihn hier raus. Neun Leute schon gesaved, sehr schön. Und jetzt können wir die Koordinaten eingeben. Und nur, wenn ihr euch fragt, Zed, vielleicht habt ihr diesen Namen schon mal gehört. Zed, wenn ihr vielleicht die Geschichte von Adam und Eva kennt, die hatten ja im Paradies, im Garten Eden, hatten die, waren die dann als, das war das dritte Kind, nachdem sie aus dem Garten Eden vertrieben wurden, hatten sie Kain und Abel und dann gab es ja diesen Brudermord. Und nach dem Brudermord war Seth das erste Kind, das auf der Welt kommt, sozusagen nach diesem ganzen Vorfall. Nur so als Klugscheißer-Info für euch. Aber gehen wir weiter hier und machen Seth sind wir jetzt mal und es ist Ostrich. So, Strauß heißt das, glaube ich, wenn ich mich nicht mehr so recht täusche. Und den haben wir gekickt hier. Und securen wir mal hier den ganzen. Sehr gut, das haben wir. Sehr schön. Huiuiuiui. Und schnell mal hier weg. Sehr schön, ich glaube, wir sind schon bald am Ende des 81. Stocks. Oder doch noch nicht angekommen. Okay, das ist mal wieder etwas, dass man aufpassen muss, denn hier sind Beamstationen. Wir haben einen Schlüssel. Okay, gehen wir gleich mal zurück hier. Und jetzt kümmere ich mich um den zweiten Rakro hier. Ich will das hier. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und schnell mal weg. Beamen, jetzt habe ich eine Granate gefunden. Das ist auch sehr schön. Müsste ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, aber kann man immer gut gebrauchen. Okay, und das auch noch weg hier. Oh, da ist noch ein Ball entsprungen. Ist ja nicht schnell hier, diese. Sehr schnell. Wow, bang. Sehr schön, wir haben alles geschafft. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es heißt, Bustoflex spielt Degeneration, ein Cyberpunk-Spiel für den Amiga. Und wir sehen uns weiter im Level 82. Viel Spaß! Ja, hallo und der liebe Bustoflex ist zurück mit Degenerations für den Amiga. Und ihr habt ja gleich gesehen, wir sind in Level 82 angekommen. Und wir wurden fast erschossen. Und hier sind ganz viele Keys, die wir brauchen. Und das ist der einzige Weg, den wir im Moment gehen können. Wir sehen, dass der Ausgang ist so nah und doch so fern. Zuerst mal hier dieses Tor bedienen. Und da ist natürlich schon ein Degeneration. Aufpassen. Secured. Das Tor habe ich geöffnet. Und hier seht ihr diese roten Dingens hier.